So, da bin ich wieder. Und jetzt werden wir mal schauen, was auf der anderen Seite des Berges auf uns warten wird. Hi, Fettsack. Alter, wie das Viech aussieht. Ah, ja. Halte ich gut fest. Das scheint wohl ein Minigame zu sein. Es sieht aus, als hätten wir ein Problem. Pass für mich auf die fallenden Steine auf. Okay, ich versuch's. Aua. Halte ich gut fest. Ja, ja, ich halte mich ja gut fest. Ich denke, wir sind fast da. Kletter, Klettervogel. Komisch, dass da... Oh, aua. Komisch, dass kein Stein in der Mitte fällt, wollte ich gerade... Ah, okay. Wieder von vorne. Können wir irgendwie sprinten? Nee, kann man über die Steine drüber springen? Aua, nee. Ah, das war nicht so intelligent. Scheiße. Komisch, dass kein Stein mehr kommt. Ich... Ah, gerade als er die Spitze sehen konnte, sind wir gestorben. Okay, Versuch Nummer 3. Aua. Okay, versuchen es einfach. Ich kann die Spitze sehen. Fuck you. Aua, aua, aua. Komm schon, schaff's. Okay, er schafft's doch nicht. Los. Ich glaub an dich, Vogel. Wie ich strampel mit den Beinen. Ah, so schnell. Aua. Wie soll man den Dinger denn ausweichen? Soll man wirklich da so lahm hochlaufen? Steinis? Steini, Steini. Komm und hol mich. Ah, wir haben es geschafft. Danke, alter Mann. Wir haben es geschafft. Das ist der Tempel der hohen Berge. Du musst da allein reingehen. Ich passe nicht durch die Tür. Ah, diese Aufgabe hat mir gut getan. Ich denke, ich werde nicht zurück in die Bar gehen. Gut, dass ich dir geholfen habe. Dann lasst uns in den Tempel gehen. Oh, ich habe wieder weiße Augen. Natürlich ist es dunkel hier. Ich sollte meine Taschenlampe anmachen. Komm mal. Ach, schade. Man kann den MP3-Player nicht anmachen. Gucken wir mal unter der Treppe. Da sind meistens... Okay, doch nicht. Das ist eine Fackel im Nichts. So, jetzt gehen wir mal die Treppe hoch. Und in die erste Tür hinein? In die erste Tür hinein. Hi. Manchmal vergessen Menschen, dass sie real sind. Es passiert manchmal, dass die Menschen vergessen, wer sie sind. Manchmal bleiben sie einfach stecken und sind nicht länger möglich, sich zu bewegen. Manchmal verschwinden Leute, verstehen nicht, dass sie speziell sind und dass sie in speziellen Plätzen sind. Manchmal wird ihnen langweilig und sie werden müde. Und sie verlieren ihren Weg. Die Leute, die auf der Straße laufen, um die Silbersporthalle, das klingt so komisch, zu sehen, müssen einen magischen Song singen, welcher nur von denen gespielt werden kann, die ihren Weg im Leben verloren haben. Ach du Scheiße, das ist komisches Stuff, hi. Ah. Okay. Der Typ tötet mich. Wollen wir hier hingehen? Oh, es geht nach rechts. Oh, da sind ganz viele andere Typen. Ah, okay. Das ist dann so eine Aufgabe, bei der man sich so durchschmuggeln muss. Ich existiere nicht, ihr seht mich nicht, ich bin nicht da, ich bin nur ein ewiger, imaginärer Freund von euch. Alter, voll die Mönchversammlung hier. Wo bin ich hier? Ich fühle mich wie im Vatikan. Nee, eher die Java-Versammlung. Hey, diese Viecher aus Star Wars, die haben doch auch so gelbe Augen und so braune Mönchskutten. Das klingt stark nach einer Zombie-Party.
Yay, geile Musik, zu der man tanzen kann. Was ist denn hier? Alter, voll die Riesenbibliothek. Wie der Typ aussieht. Sieht voll nett aus. Hi. Willkommen in der Halle der Aufnahmen. Ich bin der Wächter der Aufnahmen. Ich hoffe, das ist nicht zu viel Ärger, hier hinzukommen. Ich habe alle, wirklich alle Aufnahmen, die je ein Musiker in der gesamten Welt gemacht hat. Es macht Spaß. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich suche nach meiner Schwester. Ich weiß nicht, wo sie hingegangen ist. Ich habe irgendwie Angst um sie. Ich glaube, irgendwas Schreckliches ist ihr passiert. Sie ist gefangen in einem sehr erschreckenden Platz. Ich würde nicht dorthin gehen, wenn ich du wäre. Alter, das ist meine Schwester. Natürlich gehe ich dahin. Aber wenn du wirklich hingehen willst, habe ich eine spezielle dort, die dich dorthin bringen kann. Der ist auch so ein Pedo. Guck mal, wie der mich schon anmacht. Mit seinen Augenbrauen. Sieht aus wie ein Vogel, der wegfliegt. Bevor du gehst, habe ich ein spezielles Lied für dich. Da oben im Schrank gibt ist es. Alles klar. Dann will ich mal das spezielle Lied einsammeln. Wie die Leiter hochgeht. Cool. Was kann ich jetzt damit machen? Okay, ich kann es nicht benutzen. Alles klar. Cool. Ciao. Vielleicht hilft mir das die Aufnahme später mal. Meint der. Ah, ein Strudel durch die Zeit. So. Chapter 3. Los geht's. Wo bin ich? Was zur Hölle? Oh mein Gott. Was passiert mit mir? Sie bekommt ganz viele graue Haare. Oh nein, sie altert. Sie wird eine alte Frau. Der Wächter der Aufnahme hat gesagt, dass meine Schwester hier irgendwo ist. Ich muss sie finden. Der Platz kommt mir bekannt vor. Das ist der Friedhof. Ja, wieder Zeugen Jehovas Kram. Ich bin jetzt zu voll, das vorzulesen. Alter, wie gruselig das hier ist. Ist das die Zukunft? Ich höre Motorsägen und arbeiten. Hier sollte man draußen bleiben. Ha, ich bin so ein Badass. Ich bin drin. Honest John Constructen. Vertrau dem Gesicht der Zukunft. Das heißt, hier wird alles niedergemacht und voll viel Zeug gebaut. Hi, hast du meine Schwester gesehen? Hallo, noch kleiner Junge. Mein Name ist Honest John. Ich mache die Welt größer und besser, indem ich Gebäude baue. Schön für dich. Was ist mit dem Wald passiert? Und dem Friedhof? Was ist mit meiner Stadt passiert? Deiner Stadt? Oh, Kind, das ist meine Stadt. Mit meiner Hilfe, wir werden diese Stadt auf die Karte bekommen. Ich baue Freude. Honest John, du kannst mir vertrauen. Ja, du siehst auch sehr vertrauenserweckend aus. Ja, das ist die gleiche Musik wie vorher, nur irgendwie so etwas düsterer. Alter Verwalter, was baut er denn hier? Mallmart. Alles, was du willst. Hi. Willkommen zu Mallmart. Einer Honest John Firma. Wir werden jeden Preis finden. Du brauchst nirgendwo mehr hingehen. Ja, cool. Ich habe keine Zeit, jetzt shoppen zu gehen. Alles klar. Ach, wir sind in die Zukunft gereist und deshalb ist die Schwester so alt geworden. Hey. Die kennen wir doch noch. Hi. Die ist aber irgendwie nicht gealtert, komischerweise. 1476. Lauter komische Häuser. Jeder scheint seine Türen zu verschließen heutzutage. Oh, das Rathaus ist richtig vergammelt. Kann man da rein? Ja. Ah, nee, das ist sogar mein Haus. Das ist gar nicht das Rathaus. Schwester.
Bist du in meinem Zimmer? Ja, da ist sie. Und du guckst Fernseher. Julia, bist du das? Oh, was ein süßer Junge. Wieso weißt du meinen Namen? Ich bin dein Bruder. Ich komme hierher, um dich zu retten. Was ist mit dir passiert? Mein Bruder? Ich habe meinen Bruder seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Er ist ein Computerprogrammeur in New Jersey. Kein kleines Kind wie du. Programmierer, nicht Programmeur. Wie kommt es, dass du dich nicht an mich erinnern kannst? Und warum siehst du so alt aus? Ich verstehe nichts. Ich mag den Platz hier nicht. Wie tanzt? Du siehst ein netter kleiner Junge aus, aber ich denke, du bist verwirrt. Du solltest nach Hause gehen. Ich muss online gehen, um zu arbeiten. Ach, das ist ein Plattenspieler. Was passiert hier? Ich kann nicht dich daran erinnern, dass ich dein Bruder bin. Wir müssen hier rauskommen. Das ist mein alter Plattenspieler. Ich habe ihn seit Jahren nicht mehr benutzt. Kann ich den hier draufziehen? Ja. Was ist das für ein Lied? Es klingt so bekannt. Irgendwas macht dieses Lied mit mir. Ich fühle mich richtig komisch. Irgendwas kommt über mich. Ich fühle mich so anders. Oh mein Gott, sie wird wieder zu einer hübschen Schwester. Oh mein Gott, ich kann mich an alles erinnern. In unserer Stadt fand ich ein Buch und einen Schlüssel, welche mich zu diesem komischen Platz geführt haben. Mit einem lilanen Himmel, okay. Da waren komische Dinge, Kräfte oder sowas. Ja. Sie sagten, es wäre nicht möglich. Sie sagten, ich dürfte nicht wissen, was in dem Buch ist. Und sie haben mich gefangen genommen und mich hier eingeschlossen. Und haben mich alles vergessen lassen. Ich bin so froh, dich wiederzusehen. Folgt mir, wir müssen hier weggehen. Hey, sie folgt mir. Komm, Schwester, bleib stecken hinter der Trese. Oh nee, es geht nicht. Ist irgendwas Komisches in diesem Platz? Irgendwas ist komisch an dem Platz hier. Es ist nicht so, wie es aussehen sollte. Ich hab fast was vergessen. Ich hab das finale Kapitel des Buches. Der Ort, an dem das Silbergymnasium ist, ist ein leichter. Du musst nur wissen, wo du hinschauen musst. Das ist der Grund, warum das Silbergymnasium überall ist. Und überall um dich herum. Und überall schon war. Zur gleichen Zeit, das Silbergymnasium ist nirgendwo. Weil es beides nicht existiert. Und weil nichts existiert. Ein wahrer Sucher des Silbergymnasiums wird in die Richtung gehen, in die er immer gehen wollte. Auf dem Pfad, der nicht da ist. Von da an wird der Sucher oder wird der Suchende zurückkehren können zu einem Platz, zu dem er eigentlich gehört. Und Sachen machen, die er eigentlich machen sollte. Das ist wirklich so Zeugen Jehovas Scheiß. Das Ende. Sehr romantisch, aber wir müssen hier immer noch weggehen. Hallo Kinder. Es ist er. Bleibt zurück. Denn eure Eltern suchen nach euch. Komm in mir. Ich werde euch zu ihnen bringen. Komm, hau ab. Lass uns alleine. Wir werden irgendwo mit hinkommen. Komm schon. Es ist Zeit, erwachsen zu werden. Die Welt so zu akzeptieren, wie sie ist. Ich habe gesagt, du sollst uns alleine lassen. Dummes Kind, ich hasse Kinder. Ah, du wolltest es so. Ah, ich muss angreifen. Ich drück ganz oft X. Ich drück X. Bruder, benutze das Buch. Es hat Spezialkräfte. Ah, ich kann nach dem schießen. Verpiss dich, als Spinnenmann. Alter, der Typ ist voll hässlich. Aua. Los, ich kann Blitz aus dem Buch schießen. Ich bin so ein Freak. Aua, jetzt hat er mich zerquetscht. Aber ich habe unendlich Leben im Vergleich zu dir. Ah, jetzt hat er mich wieder zerquetscht. Oder wird das Leben von ihm geresettet?
Lauf, 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 lauf. Schieß, 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 schieß. Ich spam gerade voll die X-Taste. Ja, ich habe ihn besiegt. Das ist geschafft, du hast ihn besiegt. Ich bin ein Held. Ein Moment. So, da sind wir wieder. Meine Mutter kam kurz an der Tür vorbei. Denk nach. Das Silbergymnasium muss hier irgendwo sein. Es ist unser Ticket nach Hause. Wo könnte das Silbergymnasium sein? Kann man hier nach rechts oder links? Was? Was machst du? Wohin gehst du? Ich laufe in den Himmel. Ich laufe den Sternen nach. Was zur Hölle? Wie abgefuckt ist das? Das ist super geil. Es ist gruselig, aber geil. Hier irgendwo muss das Silbergymnasium sein. Es ist einfach Silbergymnasium und nicht Silbersporthalle. Ab in den Himmel. Da ist es. Die Silbersporthalle. Wir haben es geschafft. Wow, ist es nicht schön? Eine dieser Türen muss nach Hause führen, aber welche? So, jetzt können wir uns entscheiden. Entweder meinen Hund wieder zum Leben bringen, nie mehr Hausaufgaben, Papi mit nach Hause bringen, um wieder mit, damit er wieder mit uns lebt, das teuerste Spielzeug, meine Feinde bezahlen lassen. Unlimitierte, also unendliche Spielmünzen in der Spielhalle. Jeder denkt, dass ich cool bin. Lange aufbleiben. Macht die Dinge wieder so, wie sie waren. Und Süßigkeiten zum Frühstück. Für welche Tür entscheiden wir uns? Das ist die Tür. Ja, ich denke, du hast recht. Sollen wir nach Hause gehen? Oh, wie süß. Jetzt sind sie zu Hause. Also noch nicht, aber jetzt gehen sie gerade nach Hause. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich zu Hause. Was ein Abenteuer. Ich denke, wir sollten Mama und Papa finden. Ich denke, die sind krank vor Sorge. Alles klar. Ab nach Hause. So, was sagt denn jetzt die alte Frau? Wie hier aussieht. Hi. Hast du das gefunden, nachdem du gesucht hast im Keller? Ja, es geschafft. Dank dir. Yay, coole Musik. Und alle tanzen. Oh. Hat er eine Frau bekommen, der Jäger. Hä? Die Frau ist doch tot. Heute ist unser Jubiläum. Ich hätte niemals gewusst, was ich ohne ihn mache. Ich dachte, die Frau wäre gestorben. Wie komisch. Ah, du hast deine Schwester gefunden. Gut, gut. Denk daran, deinen Eltern zu erzählen, dass ich Hallo gesagt habe. Yay, ich bekomme zwei Schokoriegel geschenkt. Die aufs Haus gehen. Danke. Ja, wir gehen ja schon nach Hause. Ist das Ding jetzt offen? Ja. Und du? Unser Stadt ist gut, so wie sie ist. Ja, da hast du allerdings recht. Unser Haus, unser schönes Haus. Hey, Mama, Papa, wir sind zu Hause. Hi. Da seid ihr. Wir sind gerade zurück von Oma und Opa. Los, geht euch waschen. Das Essen wird bald fertig sein. Und da ist ein Paket, welches für dich kam. Öffne das mal. Eine Disk.
Ich hoffe, du hast es geschafft, gesund nach Hause zu kommen. Ich hätte das Gefühl, das würde so sein. Der Hüter der Aufnahmen hat mir das gegeben. Hat mir dieses komische Ding gegeben, um es dir zu schicken. Er sagte, dort werden Songs drauf sein, die du mögen könntest. Ich hätte keine Idee, was ein Song ist. Aber was auch immer. Ich hoffe, du schaffst es und vielleicht werde ich dich irgendwann mal einen anderen Berg hochbringen. Dein Vogelfreund. Schau dir das an. Wie heißen die Dinger nochmal? Ah, Floppy Disk, das heißt noch auf Deutsch. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Das Ding heißt Diskette, genau. Alles klar, ich werde in meinen Raum gehen und die Diskette einlegen. Endlich wieder zu Hause. Ich kann nicht glauben, wie sehr ich es vermisst habe. Was lernen wir daraus, Kinder? Immer zu Hause bleiben und vorm PC sitzen, dann passiert euch sowas nicht. Gut, dann wollen wir mal gehen und das Ding hier einlösen. Geil! Man kann sich den Soundtrack runterladen. Richtig, richtig Hammer. Oh mein Gott, ihr seht an meine E-Mail. The End. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von sowas wollt, dann könnt ihr es ruhig in die Kommentare schreiben. Schreibt auch Feedback, Kritik, was weiß ich, in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wir sehen uns mal bei einem anderen Let's Play, vielleicht auch bei ein paar neuen Minecraft-Runden. Ich werde jetzt versuchen, regelmäßiger Let's Plays rauszubringen. Bis dann. Hier sind noch die Credits.